Babypuppen. Hallo meine lieben Freunde, ich helfe heute der Zahnfee. Hallo meine lieben Freunde. Hey, Peppa, Annabelle, wieso weint ihr denn? Ich habe meinen Zahn verloren und kann ihn nicht mehr reinstecken. Und Annabelle weint wahrscheinlich, weil ich weine. Peppa, mach dir keine Sorgen. Du musst deinen Milchzahn nicht wieder reinsetzen. Dir wächst bald ein neuer. Na gut. Annabelle, und was ist mit dir? Na komm, komm, komm her, na? Na, lass mal schauen, was mit dir los ist. Hm? Ach so. Deinem Kopf geht's gut, deinem Bauch geht's gut. Dir wachsen bloß neue Zähne. Annabelle, mir hat es gar nicht weh getan, als mein Zahn ausgefallen ist. Das ist auch normal so, Peppa. Aber der Annabelle tut das eben weh. Deshalb brauchen wir ein extra Gel. So. Und das reiben wir jetzt in die Zähne. Ins Zahnfleisch, da wo die neuen Zähne kommen. Na, Annabelle, geht's dir schon besser? Und das hier ist ein extra Kauspielzeug. Darauf kann dann Annabelle rumkauen, während ihr die Zähne wachsen. Nicht wahr? Und du, Peppa, kannst deinen Zahn der Zahnfee überlassen. Der Zahnfee? Kommt die Zahnfee. Damit sie kommt, musst du hier unterm Kissen deinen Zahn lassen. Und dich dann schlafen legen. Und am Morgen wird unterm Kissen eine Überraschung auf dich warten. Oh, boah, das ist ja voll toll. Ich will, dass die Zahnfee kommt. Ich leg mich schlafen. Aber ich will noch nicht schlafen. Ich will trotzdem schlafen. Okay, ich bin bereit. So, Annabelle. Aber erzähl keinem mein Geheimnis, okay? Zahnfee! Ansonsten, man sieht sich. Tschüss!
Puppen. Peppa, was ist denn los? Wieso weint Annabelle schon wieder? Hallo Irina, ich kann nicht mehr Annabelle halten. Sie krabbelt die ganze Zeit weg. Ich kann sie nicht mehr halten. Annabelle, komm her. Ich habe eine Idee. Peppa, hilfst du mir, die Würfel einzusammeln? Würfel? Na klar. Gelb, blau, orange. Und hier einen grünen. Lila, hellblau und rot. Jetzt haben wir ein Quadrat aus Würfeln. Genau, Peppa. Und jetzt kommt noch eine Decke drüber. So. Und so. Fertig. Annabelle, komm her. Du kommst jetzt hier rein. Und ein paar Spielzeuge. Die Schildkröte kommt hier hin. Und ein Elefant hier. Das ist ja kuschelig hier. Annabelle, ich komme auch rein. Das freut mich, dass es euch gefällt. Hier kommt noch Applejack rein. Hallo Irene, ich habe dir das mitgebracht, was du brauchst. Oh, Wings, vielen Dank. Gib mal. Nicht der Rede wert. Man sieht sich. Danke nochmal. Tschüss. Tschüss. Tschüss dann. Wings hat uns einen Krabbelstein mitgebracht. Lass uns ihn öffnen. So. Lasst uns ihn zusammenbauen. Wir nehmen uns eine Ecke und eine Stelze und der Krabbelstall selbst. Die Stelze kommt hier rein. Und darüber die Ecke. Jetzt nehmen wir uns die lange Seite und die kommt in diese Masche. Und jetzt in die Ecke. Und von der anderen Seite. Von der anderen Seite natürlich auch. So. Und die kürzeren Seiten auch in die Masche. Und in die Ecke. Und die letzte Seite. Klick. Und fertig. So einen schönen Krabbelstall haben wir jetzt. Komm her, Annabelle. Das ist dein neuer Krabbelstall. Na, gefällt er dir? Hier hast du auch noch dein Spielzeug. Krabbelstall von Annabelle. Darf ich jetzt in dem hier spielen bleiben? Na klar, Peppa. Besonders jetzt, wo uns Annabelle nicht mehr wegkrabbeln kann. Und du, möchtest du dir auch einen Krabbelstall bauen? Schreib mir das in den Kommentaren. Ansonsten, man sieht sich. Tschüss! Babypuppen. Hey, Emma, Schatz!
Ich hab dir ein paar Kleider mitgebracht. So, eins und so eins. Und so ein schickes. Und schau dir das hier an. So lange ein Bad ein. Oh, ich hab das Handtuch vergessen. Meine Güte, hier ist ja alles nass. Oh je. Hallihallo, ich bin die Irene. Hey Emma, was ist denn hier passiert? Oh, hallo Irene, du bist ja auch schon hier. Ja, hallo Peppa. Du hast das Wasser vergessen. Und jetzt ist hier alles nass. Oh je, wie konnte das bloß passieren? Ja, du kannst doch nicht das Wasser laufen lassen und selber weggehen. Aber dafür habe ich das Handtuch mitgebracht. Hör zu, Peppa. Wir müssen die Emma jetzt erstmal schlafen legen und dann müssen wir diese Sauerei aufräumen. Na, die Kleider können wir erstmal ausquetschen. So. Hier zwischen den Stühlen können wir die Kleider aufhängen. Das ist eine super Idee, Peppa. Na, Peppa, bring mir die Kleider. Hier ist das erste Kleid. Jetzt brauchen wir ein paar Wäscheklammern. So, danke. Hey Peppa, jetzt pack mal an. Wir müssen hier sauber machen. Ja, ich mach ja schon. So, jetzt ist hier alles sauber. Oh, die Kleider sind trocken. Jetzt müssen wir unsere trockenen Kleider bügeln. Nächste. Oh, ich mag frisch gebügelte Sachen. Und vergiss nicht, das Bügeleisen immer schön ausschalten. Oh, Emma, du bist aufgewacht. Komm, wir ziehen dir ein frisch gebügeltes Kleid an, hm? Wow. Aber liebend gerne doch. Na, den Anzug ziehen wir aus. Und hopp. So. Und verschließen. Ha,
Also, Peppa, was haben wir heute gelernt? Nie das Wasser im Bad laufen lassen, wenn man selber weg ist. Ganz genau. Ich hoffe, das merkst du dir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!